Moin Moin, Servus Grüezi und hallo und willkommen zu diesem neuen One App a Day über das Gerät Video. Es geht um dieses Gerät, gefilmt wird übrigens mit dem Pixel 7. Ich hoffe, das haut von den Farben, vom Fokus und so weiter her. Das ist das Galaxy S23 Ultra. Da ist es. Und da ist es entsperrt. Das ist, beziehungsweise von der Kamera her und so hat mich das sehr gereizt. Schon als es vorgestellt wurde. Und dann habe ich gedacht, gut, da schlage ich dann mal zu. Dann gab es ein geiles Angebot irgendwie von O2. Ohne Vertrag, aber so noch mit der Galaxy Watch 5 LTE dazu. Und da konnte ich dann einfach tatsächlich nicht nein sagen. Wir gehen wie immer einmal kurz um das Gerät rum, dann zeige ich euch irgendwie ein bisschen die technischen Daten, quatsch ein bisschen. Und den vollständigen Testbericht gibt es dann wie immer unter oad.de kurz nach der Veröffentlichung dieses Testvideos in, ja, hauptsächlich auch schriftlicher Form. Sperre ich es mal wieder. Auf der Vorderseite habt ihr das große Display. Auf der Rückseite habt ihr die Kameras. Was ist das? Das ist der 200-Megapixel-Hauptsensor. 10, keine Ahnung, irgendwas Megapixel, dreifach optischer Zoom, dann der zehnfach optische Zoom, Ultraweitwinkel ist natürlich dabei und dann ist da wahrscheinlich noch irgendwas dabei, von dem ich nicht weiß, gerade was es ist. Makro? Nee, Makro wird über, ist auch egal. In technisch, wie gesagt, in schriftlicher Form. Ich habe mich für diese, sieht man das überhaupt? Na, nicht so richtig. Ich habe mich für dieses geile Grün entschieden. Das ist ja so Metallic-Grün oder irgendwie so. Manchmal sieht es auch eher grau aus. Wenn ich von hier gucke, sieht es grün aus. Wenn ich durch das Handy gucke, durch die Aufnahme, sieht es grau aus. Naja, egal. Auf der linken Seite habt ihr nix. Auf der rechten Seite sieht man das so ein bisschen. Hier ist der Power-Button und hier die Lautstärke-Wippe. Einzelne Tasten würden mir persönlich da wie immer besser gefallen. Auf der Oberseite, die man jetzt gar nicht so sonderlich gut sieht, habt ihr hier das Mikrofon zur Geräuschunterdrückung. Und auf der Unterseite sieht man da überhaupt irgendwas? Habt ihr hier den Stift? Ist das seit dem S21 Ultra, seit dem S22 Ultra? Hat ja die S-Reihe den Stift bekommen und die Note-Reihe gibt es nicht mehr. Hier habt ihr auf jeden Fall USB-C, SIM-Karten-Slot und Mikrofon wahrscheinlich, beziehungsweise Lautsprecher. Ja, und dann entsperren wir das gute Stück mal. So sieht man auf jeden Fall etwas besser. Öffne mal hier, wo wir von den technischen Daten gesprochen haben. Am besten unser CPU Z, wenn ich hier rauf tappe. So, ist der Fokus wahrscheinlich ein bisschen besser. Was ist denn da drin? Der Snapdragon, keine Ahnung, 8 Gen, nee, 8 Gen 1 natürlich nicht, 8 Gen 2 Plus Samsung Edition oder irgendwie sowas. Heißt er auf jeden Fall ist also die GPU eine Adreno 740 drin. 6,78 Zoll Display. Momentan habe ich es eingestellt auf 2316 mal 1080 Pixel Auflösung. Das reicht mir vollkommen. Ist der Scheißfokus schon wieder? So ist besser. Man kann auch die Auflösung noch irgendwie auf WQHD, QuadHD, keine Ahnung, noch höher stellen. Momentan 376 DPI reicht vollkommen, 12 GB Arbeitsspeicher, 512 GB internen Speicher, das ist die Version übrigens. Es kommt da Werbung. Och Leute. Immer diese Werbung, das ist ja furchtbar. Android 13, jeden Monat kommt der Sicherheitspatch, was ganz cool ist auf jeden Fall. Hier sieht man natürlich alle möglichen Sensoren. Das heißt, Qualcomm drin und dann habt ihr hier. Naja, ihr habt halt alles, was ihr so braucht. Oder auch eben nicht. Tja. Irgendwie bin ich ein bisschen raus aus diesen Videos. Tut mir leid. Wie gesagt, 512 GB Arbeitsspeicher. Das Gerät fühlt sich, also das Display fühlt sich sehr geil an. Hier hat man etwas da oben.
Was mir persönlich sehr gut gefällt unter One UI ist natürlich drauf, wie gesagt, Android 13, diese Widget-Stacks oder Widget-Stapel, wo dann mehrere Widgets so übereinander gelegt werden können. Kennt man von iOS, warum das nicht in Android komplett eingebaut ist, sondern die Hersteller das machen, beziehungsweise einige Launcher das machen, das verstehe ich persönlich nicht. Die Kamera ist ja so ein Ding. Die Kamera-App ist grandios, finde ich. Also ihr habt Ultraweitwinkel und ein- und dreifach und zehnfach. Und also bis zehnfach ist optisch. Ihr habt 30-fach Zoom und 100-fach Zoom. Beziehungsweise können natürlich auch einfach alles irgendwie dazwischen auch 60-fach nehmen. Das ist dann halt digital. Bei 100-fach Zoom zum Beispiel gibt es ja diese, könnt ihr den Mond knipsen. Klar, da weiß man inzwischen, da ist irgendwie die AI drüber und die AI macht das schöner und vielleicht wird da sogar ein Bild irgendwie, was da vorher eingespeichert ist, drüber gelegt oder so. Aber das ist mir persönlich relativ Wumpe. Ich muss sagen, ich finde das geil, solche Fotos machen zu können mit dem Smartphone. Und ich meine, irgendwie greift die AI doch eh immer ein. Nun ja. Ihr habt ganz viele Modi. Ihr habt den Porträtmodus, ihr habt den Panoramamodus, Foto natürlich, wie gesagt. Video geht bis, kann man das sehen? Bis 8K 30. Ich habe da meistens 4K 60, nein, 4K 30 eingepackt tatsächlich, weil man dann nämlich auch bei 4K 30 wunderbar die verschiedenen Linsen ansteuern kann. Ihr habt den Nachtmodus. Der Nachtmodus aktiviert sich auch automatisch. Ihr habt den Single-Take-Modus. Wenn ihr damit irgendwie zum Beispiel 15 Sekunden filmt, dann ist da halt irgendwie werden noch bearbeitete Fotos daraus gezogen und so weiter und so fort. Und unter mehr habt ihr dann noch Expert Raw, womit ihr auch geile Nachtfo- oder Himmelsfotos tatsächlich machen könnt, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ja, Pro-Modus, Profi-Video, naja, ihr seht das mit Glück, ja, kann man alles sehen. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Die Kamera-App wirkt sehr durchdacht, sehr aufgeräumt, sehr professionell ist echt das falsche Wort, sehr souverän, könnte man sagen. Das Gerät ist schwer. Das 200, ich weiß gar nicht, ob jetzt über 220 Gramm oder so, sogar über 230 Gramm. Deswegen war ich tatsächlich auch kurz davor, das zurückzuschicken. Aber ganz ehrlich, ich hatte das jetzt eine Weile und ich hatte einfach keinen Bock mehr auf die Kamera zu verzichten, weil die Kamera ist einfach richtig geil. Was man damit natürlich vergessen kann, ist, das irgendwie in die Hosentasche zu packen beim Joggen oder so. Da bin ich froh, immer noch mal ein Pixel 5 zu haben. Ja, und ansonsten ein richtig schönes Gerät. Ein auch sehr teures Gerät, deutlich über 1000 Euro. Aber ein Gerät, was ich persönlich alleine für die Kamera nicht mehr missen möchte. Dazu diese hohe Update-Garantie, war es 4 Jahre oder 5 Jahre sogar. Ja, wie gesagt, alles Genaueres dann im schriftlichen Testbericht. Ja, ein Gerät, was echt, echt Spaß macht, was wirklich, wirklich teuer ist. Das kann man nicht anders sagen. Aber was mir persönlich wirklich sehr, sehr, sehr gut gefällt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, fürs Zusehen natürlich. Macht es gut und wie gesagt, kurz nach der Veröffentlichung oder relativ kurz nach der Veröffentlichung dieses Videos wird dann der Test auf ord.de veröffentlicht. Ich sage, ja, macht's gut. Ciao.